So, willkommen zurück zum zweiten Teil unserer ersten interplanetaren Mission zu Duna. Und jetzt stellt sich also die Frage, wie schaffen wir es, unseren Orbit zu vergrößern? Ja, klar, wir müssen prograden. Und das werden wir jetzt auch tun. Wir werden jetzt einmal an einer beliebigen Stelle das Ganze prograden. So. Und ich stelle das gerade mal so ein, dass es auch für die Demonstration nachvollziehbar ist. So, schauen wir uns das mal an. Aha, wir haben jetzt einen riesigen Kreis geschaffen. Und das heißt, mit dieser Delta-V-Zahl, mit diesem starken Prograde würden wir weit auch über Joule hinauskommen. Brauchen wir gar nicht. Aber es geht mir um was anderes. Und zwar möchte ich euch zeigen, wenn wir zu Eve möchten oder zu Moho, dann müssen wir ja unseren Orbit verkleinern. Das heißt, wir müssen retrograden. Ja, und wie funktioniert das? Weil, wenn wir jetzt retrograden, dann seht ihr, dass der Kreis zwar kleiner wird, aber nur bis zu diesem Kreis, bis zu unserem Umlauf des Orbits. So, und wenn er jetzt hier verschwindet, wo ist er dann hin? Nämlich hier drinnen. Und wir haben hier wieder einen Orbit um Körben. Und genau das wollen wir vermeiden. Also fragt ihr euch vielleicht, ja, wie kann ich denn dann weiter Retrograde geben, wenn ich ja, na, manchmal sind die Manövernotes echt nicht ideal, wenn ich hier weiter retrograde, dann verkleinere ich ja meinen Orbit und dann komme ich ja wieder auf die Atmosphäre. Ja, das hat einfach damit zu tun, in welche Richtung ihr beschleunigt. Körben bewegt sich gegen den Uhrzeigersinn, das heißt von uns aus gesehen nach rechts. Das heißt, wenn wir Richtung rechts auch beschleunigen, geben wir ja Prograde, weil wir in der Bewegungsrichtung von Körben uns beschleunigen. Wenn wir genau in die andere Richtung beschleunigen, geben wir Retrograde, wir beschleunigen in die andere Richtung und das bedeutet eigentlich, dass wir bremsen und von daher wird dann der Orbit auch kleiner. Wenn ihr euch das jetzt mal ansieht, wir sind ungefähr bei der Schnittlinie zu Duna, weil wir auch ungefähr nach rechts beschleunigen. Wenn wir jetzt die Manövernote drehen, so dass wir genau in die entgegengesetzte Richtung das System verlassen, dann bremsen wir und wenn ihr jetzt den Orbit anzieht, ist er kleiner geworden. Und verstärken tut ihr das Ganze immer mit dem Prograde-Kommando. Das heißt, wenn ihr jetzt Prograde gibt, wird der Kreis umso kleiner, weil ihr natürlich umso mehr entgegen der Bewegungsrichtung von Körpern arbeitet. Und so ist es euch also möglich, auch in die engeren Planeten zu kommen. Das nur als Hintergrund. Und wir werden jetzt also die Node einstellen, so dass sie. Ich spule mal kurz vor. Dass sie ungefähr parallel zu dieser lilanen Linie ist, die Bewegungsrichtung von Körben. Wenn, je paralleler sie ist, umso mehr Effizienz gebt ihr dem Prograde-Schub. Und nun seht ihr, aha, wir haben diese hohe Delta-V-Zahl, wir müssen einfach retrograden, ein bisschen Delta-V wegnehmen, damit sich unser Kreis verkleinert. Und nun werden wir auf Duna treffen, insofern wir ihn als Target gesetzt haben und insofern die Inclination nicht zu sehr abweicht. Es kann sein, dass ihr hier immer genau richtig seid, aber dass ihr niemals einen Encounter erreicht, wenn ihr zu Planeten reist, die einfach eine sehr hohe Inklination haben. Gut, jetzt wollen wir schauen, ob wir mal einen Encounter hinbekommen, indem wir vorsichtig nach vorne. Aha, und hier ist er auch schon. Das bedeutet jetzt, Target Position,
Duna ist hinter uns, wir sind vor Duna und das ist schon mal nicht so gut, weil wir ja schneller sind. Das heißt, wenn wir uns noch länger Zeit lassen, werden wir noch weiter von Duna wegkommen. Also schaut, dass ihr, wenn ihr zu den äußeren Planeten reist, dass ihr hinter dem Ziel kommt, dann tut ihr euch deutlich leichter, dann müsst ihr einfach nur warten und ein paar Orbits warten, bis ihr aufholt. Und wenn ihr zu den inneren Planeten reist, wäre es sinnvoll, wenn ihr vor dem Ziel seid. Gut. In unserem Fall macht das aber nichts. Wir werden ein wenig die Manövernode noch verschieben und werden uns das anschauen, ob wir da noch was machen können. Das ist jetzt natürlich ganz extrem, sehr sensibel und oft kann man mit dem Verschieben wirklich nicht sehr viel erreichen. Man macht es eigentlich nur noch schlimmer. Hier ist es ziemlich nahe und wenn wir jetzt weiter prograden, haben wir hier einen Encounter. Ja, und mehr wollen wir auch gar nicht. Das lief jetzt eigentlich sehr leicht und auch sehr analog zum Mann. Wir schauen uns allerdings die Periapsis an und merken, okay, hier ist einiges schlimmer. Nämlich bei 29 Millionen Metern. Und das ist deutlich weiter entfernt als beim Mann. Und jetzt schauen wir einfach, dass wir das noch ein bisschen näher bekommen. Wir klicken die Manövernode an und wirklich minimalst, total sensibel, vorsichtig die Prograde und Retrograde Vektoren benutzen. Und sobald die Zahl wieder steigt, umgehend aufhören und eventuell wieder in die andere Richtung. Ihr werdet dann einen Punkt erreichen, an dem sich es nicht mehr verbessert. So wie hier. Und dann könnt ihr theoretisch noch die anderen Vektoren versuchen. Ich mache, wie gesagt, zuerst Prograde, Retrograde. Dann fange ich mit Normal und Antinormal an. Und dann am Schluss erst Radial und Antiradial. So, an dieser Stelle ist man dankbar für die vierfache Geschwindigkeit. Denn ich habe den Encounter zwar relativ schnell bekommen, wollte ihn dann allerdings noch verbessern, ist mir auch ganz gut gelungen, so weit so gut. Allerdings hat es mir dann keine Estimated Burn Time angezeigt. Wenn das vorkommt, müsst ihr einfach kurz Gas geben, kurz Schub geben, dann zeigt es euch eine Zeit an. Soweit auch noch gut. Dann sind mir jedoch von drei Triebwerken zwei ausgefallen, ist gleichbedeutend mit einem extremen Triebwerkwechsel. Dann hat sich die Zeit der Manövernode natürlich sehr stark verändert und somit habe ich die gesamte Node verhackt. Wenn ihr noch im Orbit umkurven seid, dann ist es wirklich sehr wichtig, dass ihr die Node sekundengenau ausführt. Später, wenn ihr im Orbit um die Sonne umkurbelt seid, dann ist es weniger wichtig. Da könnt ihr auch eine Minute oder zwei Minuten früher oder später, da hat es dann nicht so die Auswirkung. Allerdings hier so früh ist es dann doch noch etwas gravierend. Ja, ihr seht mich jetzt hier einfach noch den Encounter besser einstellen. Und das Ganze hat wirklich einiges an Zeit gedauert. Ihr könnt es oben links an der Körbelzeit erkennen. Ich habe auch einiges rausgeschnitten, doch jetzt zurück wieder zu mir. Ja, ich lösche die Node mal wieder, weil ich sonst nichts sehe. Ist mir jetzt zu knifflig, da die Anzeige wegzupulen. Und ja, das soll jetzt ausreichen. Wir haben unseren Encounter, hätten wir deutlich schneller haben können, aber nun ja, wenn man es manchmal perfekt machen will, wird es gar nichts mehr. Wir warpen nach vorne und
werden jetzt hier den Einflussbereich von Körben verlassen, bei SOE Change wirklich vorher wieder abbremsen, damit sich das auch nicht mehr großartig ändert. Es hat sich trotzdem geändert, weil ich wieder zu schnell geworbt habe, aber wir können sehr gut damit leben. Gut, unsere Inklination ist mit 0,1 Grad auf jeden Fall akzeptabel, aber diesen Punkt werden wir auf jeden Fall nutzen, um jetzt nochmal ein Korrekturmanöver zu machen. Ihr seht, relativ lange in 170 Tagen. Wir werden ein Manöver hinzufügen und werden uns das nochmal anschauen. Kann eigentlich gar nicht sein. Habe ich jetzt auf dem falschen Ding gedrückt. Und zwar, hier müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht den Lilanen erreicht, weil im Lilanen seid ihr erst in einem Umlauf, sondern wir brauchen den Blauen und der ist in 5 Tagen. Ich dachte mir schon. So, und nun können wir als erstes mal die Descending Node ausgleichen und schauen, dass wir die auf 0,0 bringen. Jetzt werde ich hier mal die Anzeige ausschalten, weil es mich relativ wahnsinnig macht, dass man da nicht sieht. So, und jetzt schaue ich mal, dass ich die eine bekomme. Hierzu ziehe ich sie mal weg und werde sie danach wieder neu einstellen. Ihr seht, jetzt kommen wir schon deutlich genauer und deutlich schneller ran an die ganze Geschichte. Wir werden jetzt weiter retrograden. So, und wir haben eine Periapsis von 700 Kilometern. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Wir können noch weiterhin wird sie wieder größer. Jetzt dürften wir einen Encounter haben, beziehungsweise eine Kollision. Ja, 357, ich würde sagen, das ist ganz gut. Und diese Node werden wir auch ausführen. Wir werden auf den Marker einstellen. Es war vorwiegend Retrograde, hier unten ist er. Ja, obwohl nicht mal. Also ihr seht schon, 8,4 Delta V, es war vielleicht gar nicht vorhin so gut, diese über 100 Delta V Korrektur zu fliegen, weil ihr seht schon, wenn ihr weit entfernt seid auf dem Umlaufbahn von der Sonne, dann braucht ihr sehr, sehr wenig Delta V, um wirklich extreme Entfernungsunterschiede zu erreichen. Gut, in 5 Tagen. Wir können uns jetzt die Alarmglocke zunutze machen. Wir werden den Alarm adden und diesmal die Manövernode adden. Und zwar genau eine Minute vorher. Und nun können wir bedenkenlos warpen und die Node wird uns alarmieren, und zwar eine Minute vor diesem Manöver. Es geschieht hier, und wenn ihr jetzt das Raumschiff gewechselt habt, dann habt ihr hier auch noch die Möglichkeit, diese Node wieder ersetzen zu lassen. Das heißt, die Körbler Alarmglock speichert sich die Nodes, und das ist auch sehr hilfreich. Wenn ihr in ein anderes Raumschiff wechselt, ist normalerweise die Node dann auch gelöscht ansonsten. Gut, wir haben sie ja noch, deswegen können wir einfach schließen und wir
werden einfach mal burnen und auch nachlenken und schauen, dass wir das Ganze auf 0 kriegen. So, das sollte reichen. Wir werden uns das Ergebnis gleich anschauen. Ja, 150 Kilometer ist super. Wir warpen. Wir sehen uns gleich wieder. So, wie ihr gerade gesehen habt, habe ich auch die Kerbal Alarm Clock benutzt, um den SOE Change zu machen. Hier ist es sehr ungünstig, eine Minute vorher einzustellen. Da macht ihr am besten 0 Sekunden oder eine Sekunde vorher. Somit könnt ihr wirklich gleich nach, vor dem SOE Change dann die Alarm Clock ausmachen und ihr könnt bedenkenlos in den neuen Einflussbereich rüber wechseln. Ja, wir sehen jetzt schon, wir kommen ins System Duna mit dem Mond Ike und wir werden jetzt gleich mal einen Orbit um Duna hinbekommen und am effizientesten machen wir das in der Periapsis. Diese wird in 10 Stunden erreicht. Wir bewegen uns langsam drauf zu. Und hätte ich schon früher machen sollen. Wir werden jetzt gleich noch ein wenig die Inklination ändern. Damit wir auch relativ passend zu Ike kommen werden. Wir haben die Manövernode überschritten, aber das macht nichts, denn die Richtung sollte ausreichen, um dann sofort Schub zu geben. Ist jetzt natürlich schlecht zu sehen. Ich mache es nach Gefühl. Und die Periapsis hat sich jetzt deutlich nach rechts bewegt, nach links, weiter weg von Duna. Das wird auch nochmal korrigiert. Und hier haben wir auch schon einen Encounter mit Ike. Auch das machen wir gleich. Na. Was ich ganz vergessen habe, wir sprengen jetzt auch erstmal unsere Tanks ab. Und achtet mir drauf, dass wenn ihr lange Reisen im Weltall unternimmt und Time Warp einschaltet, dass eure Sonnensegel wirklich auch im Sonnenlicht sind, denn es ist wirklich ärgerlich, wenn der Strom ausgeht. Und von daher so, wir können etwas Science betreiben. Wir werden einen Crew Report machen. Den auch schicken. Wir werden EVA betreiben.
Auch den schicken. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Wir befinden uns am tiefsten Punkt an der Periapsis von Duna. Wir werden weiterhin Science betreiben. Und dann geht es gleich weiter zu Ike. Hier können wir das Material Bay machen. Ich würde euch auch dringend raten, die Texte zu lesen, weil es einfach wirklich sehr toll geschrieben ist und sehr witzig manchmal auch. Gut. Haben wir jetzt schon EVA? Ich bin mir da nicht sicher. EVA Report. Near Duna. Perfekt. Den können wir auch gleich senden. Und dann geht es also weiter zu Ike. Wir werden überprüfen, ob wir noch diesen Encounter haben. Und ja, nicht allzu nah, aber sollte für unsere... Ach nee, wenn, dann wollen wir es schon gescheit machen. Wir werden versuchen, das Ganze näher zu bekommen. Dann schauen wir gleich mal, dass wir hinter Ike vorbeifliegen. Aber das wird uns relativ viel Delta V kosten. Gut, trotz der Körbel-Alarm-Clock war es jetzt wieder so, dass es mir die Periapsis verhauen hat. Ich werde die künftigen Missionen jetzt doch mal mit Quicksave spielen müssen. Und wir werden uns jetzt also wieder auf den Heimweg nach Körben machen. Jebediah war auch lang genug unterwegs. Und deshalb ab nach Hause. Gut. Wie kommen wir jetzt nach Hause? Wir haben den Einflussbereich von Duna verlassen. Und nun geht es also Richtung Körben. Das heißt, wir müssen Körben als Target setzen. Und nun schauen, dass wir Körben erreichen. Und dazu werden wir erst einmal unseren Orbit mit Retrograde verkleinern. Und wir sehen, dass Körben doch deutlich vor uns ist. Da ist die Note weg. Deswegen sucht euch jetzt hier. Ihr habt ja eh keine Wahl, ihr müsst eh warten. Jebediah muss warten. Deswegen nützt es auch gar nichts, auf irgendwelche Face Angles irgendwie Rücksicht zu nehmen, sondern ihr sucht euch jetzt hier einfach den perfekten Ort aus. Das wird wieder eine Weile dauern. Bis gleich.
Ja, wir haben das Ende des Videos erreicht, sind wieder in der Nähe von Körben, haben einen kleinen Sprung gemacht und das Video läuft jetzt auch mit vierfacher Geschwindigkeit zu Ende, einfach weil es schon eh viel zu lang gedauert hat. Es ist auch einiges schief gegangen, was so nicht geplant war und ich war am Schluss auch ziemlich unkonzentriert dann, weil mich auch viele Sachen genervt haben. Zum Beispiel, dass ich eine Manövernote nicht setzen konnte, weil KSP gespackt hat. Nichtsdestotrotz, wir sind mit dem letzten Tropfen Treibstoff wieder einmal nach Hause gekommen und wieder einmal landen wir im Wasser. Trotzdem hat es mich sehr gefreut und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal ein und bis dahin, Sails!